Hallo Freunde, Pia Kramling hat einen absoluten Killerzug hier in dieser Stellung. Aber wird sie ihn finden? Wir kennen das alle. Wir sehen einen Zug und haben eine Idee und sind total aufgeregt, ja? Und schaut mal. Kennt ihr das hier, ja? Wenn alle drauf zeigen, hier, das, mach. Ah, oh, der Spieler selber, ne? Wir schauen mal, ob Pia diesen Zug gefunden hat und wie es dann weiterging. Also, los geht's. Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Wir schauen die Partie von Pia Kramling gegen Cheng Yang Istanbul 2009 aus der Sicht von Pia. Und die Eröffnung eine Slavisch-Variante. Ah, die ganz scharfe, die Botvinnik. Oh, die Botvinnik-Variante. Und jetzt kann man hier mit E4 und dann kommt Schwarz mit B5 da, behält diesen Bauern. Und dann gibt es da unfassbar wilde Varianten, die teilweise bis zum 40. Zug analysiert wurden. Ja, völlig wilde Stellungen. Aber die umgeht Pia Kramling, indem sie A2, A4 spielt und dieses B7, B5 hier erstmal rausnimmt. Ja, das mit dem Zentrum dauert dann ein bisschen länger, aber wir gucken mal. Schwarz kann aber Läufer B4 spielen, diesen Springer fesseln und damit nach E3 trotzdem wieder B5 spielen und diesen Bauern verteidigen. Darum geht es im Schwarzen, ja, so ein Ungleichgewicht erstellen, Bauern verteidigen. Weiß entwickelt sich weiter. Die Idee von Schwarz ist es jetzt, Läufer B7 zu spielen, dann A7, A6 zu spielen, Springer BD7 und dann irgendwann mit C5, ja, diesen Bauern hier auf B5 zu sichern und dann mit C5 im Zentrum einen Gegenschlag zu machen. Ja, und dann einfach mit mehr Bauern zu spielen. Das heißt, Weiß hat jetzt hier diesen Bauern weniger und muss erstmal versuchen, durch schnelle Entwicklung eine Initiative aufzubauen. Und da am Damenflügel, naja, ist dann doch eher Schwarz am Spielen. Das heißt, Weiß wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zentrum oder am Königsflügel spielen. So, für B7, 0-0, A6. So, und jetzt geht los. Ja, erstmal die erste Figur nach vorne schön ins Zentrum stellen. Wunderbar. Schwarz entwickelt sich, das ist auch gehört zum Plan. Und jetzt F4. Diesen Springer hier im Zentrum stabilisieren. Wenn der geschlagen wird, würde die F-Linie aufgehen. Das würde sicherlich dem Weißen gefallen. Deswegen schlägt Schwarz nicht, sondern spielt Dame C7. Und, Läufer F3. Jetzt wird es langsam tricky, denn dieser Läufer wirkt auf dieser Diagonale. Dieser Bauer kann noch nicht sofort vorgehen, weil der auf B5 vielleicht hängt. Also dachte sich Schwarz, dann spiele ich erstmal Springer D5. Und hier ist natürlich ein super Feld für diesen Springer. Von seinen eigenen Bauern gedeckt und stabilisiert. Greift er nicht nur den C3 an, ja, er blockt auch diese Diagonale ab. Wunderbar. Und vor allem dieser Springer von F6 ist jetzt hier, ja, falls hier mal das Schlagen auf E5 kommt, ist dann eben kein Tempo mehr auf diesen Springer da. Also auch eine gute Idee von Schwarz. Und Weiß sagt sich, naja, mein Glück liegt irgendwo am Königsflügel oder am Zentrum. Ich überführe mal die Dame hier Richtung, mal gucken, wo es hingeht. Ich decke nebenbei den C3 noch. Der wird geschlagen, okay. Und jetzt muss der Läufer zurückgehen. Der geht nach D6. Und jetzt steht Schwarz quasi bereit. Er hat das Läuferpaar behalten, oder in dem Fall sie, und möchte jetzt mit C6, C5 irgendwie einen Gegenschlag machen. Dame H4. Okay, damit sind wir jetzt hier schon in der Nähe, ja, vom Königsflügel. Vielleicht droht mal Dame H5 Ideen, hier auf den F7 zu gucken. Die lange Rochade geht eben auch nicht, weil der F7 hängt. Also macht Schwarz die kurze Rochade und da ist ja noch wirklich erst auf den ersten Blick nicht zu erkennen, wie Weiß da mit seinen zwei Figuren irgendwie rankommen soll. Wenn der Läufer hier nach E4 geht, kann man immer mit F7, F5 alles blockieren. Da geht gar nichts. Aber Pia Kramling ist ja nicht umsonst ehemalige Nummer 1 der Damen-Weltrangliste. Sie schlägt hier auf D7, Dame D7. Und jetzt haben wir unsere Stellung, wo Pia ihren Killerzug. Ja, wird sie ihn finden?
Ihr könnt ja mal kurz überlegen, ob ihr eine Idee habt. Natürlich, wir haben verschiedenste Ideen. Wir wollen mit Läufer E4. Wir wollen vielleicht den Turm hier irgendwie überführen. Ne? Aber, und wir alle wissen, wie unangenehm es ist, wenn Schwarz mit F7, F5 nicht nur, weil er diese Diagonale blockt, sondern weil auch die siebte Reihe freigemacht wird für die Dame zur Verteidigung. Und hier setzt dieser Killerzug ein. Und ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Alleine das Gefühl. Und der Zug ist Läufer F6. Wow. Okay. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aus. Kleine Anekdote, ja, dieses Video habe ich mal irgendwo gefunden. Ich glaube beim Schachcoach auf Twitch irgendwo mal. Ja. Ihr findet das, wenn ihr auf YouTube Chess Spectators Goes Nuts habe ich, glaube ich, gesucht. Da habe ich es gefunden. Könnt ihr euch ja mal in voller Länge angucken. Läufer F6. Was ist daran so gut? Nun, wie auch immer, wenn Schwarz hier schlägt, dann ist eben dieser F-Bauer, der ist blockiert. Das heißt, der kommt nicht mehr nach vorne. Und da ist einer der Schlüssel zum weißen Erfolg drin, dass die siebte Reihe eben für die schwarze Dame oder für andere Figuren nicht mehr zur Verteidigung erreichbar ist. Als allererstes droht natürlich sowas wie Dame G5, Dame G7. Ne? Respektive auf Dame G5. Wenn dann G6 kommt, spielen wir Dame H6 mit Mattideen. Aber Schwarz ist ja auch jetzt kein Anfänger und spielt den besten Zug, Turm E8, um mit dem Läufer wieder zurückzukommen hier auf diese schwarzen Felder. Und jetzt beginnen natürlich die spaßigen Varianten, die wir uns mal angucken wollen. Also als erstes, was passiert, wenn hier der Schwarze diesen Läufer schlägt? Dann kommt natürlich der Läufer, es droht Matt auf H7. Das geht nur mit F6, F5 abzuwehren. Aber durch diesen Zug ist natürlich auch das Feld G5 geschwächt. Und jetzt kommt der Trick, dass wir erst mit diesem Schach auf G5 und dem Schach auf F6 diesen Bauern auf F7 wieder blockieren, dass der einfach nicht vorrücken kann. Und jetzt kommt der Turm und möchte, Turm G3 droht einfach matt. Und jetzt hat Schwarz im Grunde nur die Chance, mit dem Turm wegzuziehen, um mit dem König in Sicherheit zu laufen. Und das müssen wir zwingend verhindern, indem wir Dame H6 spielen und den König an der Flucht hindern. Und jetzt droht wieder Turm G3 nebst Matt. Und jetzt hilft auch F7, F6 nicht mehr. Wegen Turm G3 Schach geht der König nach H8. Dann ist der F6 einfach weg mit Matt im nächsten. Und wenn der König irgendwo anders hingeht, ja, wird er auch nicht sonderlich glücklich werden. Denn mal abgesehen davon, dass die Dame natürlich ja schon weg wäre, können wir hier auch einfach auf Matt gehen. Oh, das war nur die erste von vielen Varianten, die Pia hier berechnet haben musste bei Läufer F6. Und das ist auch der Grund, warum also Schwarz Turm FE8 gespielt hat. Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Dame G5, ja, dann kommt halt Läufer F8, ja, und dann ist der Punkt G7 gedeckt. Das hilft nicht weiter. Also versuchen wir es mit Läufer E4. Und jetzt hängt er auf H7 und dann würde natürlich auf G7 matt folgen. Was kann man jetzt hier noch machen mit Schwarz? In der Partie folgte G schlägt F6. Okay, auch hier müssen wir uns natürlich wieder einige Varianten angucken. Die erste Variante ist natürlich G7 G6. Also erstmal sehen wir natürlich auch, dass dieses F7, F5, es geht einfach nicht, ja, wegen diesem Läufer. Und auf G7, G6 kommt der Turm hier rüber. Okay, möchte schwenken. Läufer F8. Turm H3. Es droht Matt auf H7. Jetzt kann Schwarz das auf zwei Arten abwehren. Mit H6 oder mit H5. Wir schauen mal zuerst H6 an. Dann folgt ein schönes Motiv und auch hier wieder Mattbilder kennen hilft. Dame schlägt H6. Die Dame zu opfern und nach dem Schlagen droht einfach dieses Matt auf H8, dieses Läufer- und Turm-Mattbild nicht zu verhindern. Okay, aber was ist, wenn nicht H6 kommt, sondern H5? Ist der Angriff jetzt abgewehrt? Läufer G6 scheint nicht zum Erfolg zu führen, aber Pia hat weitergerechnet und sie hat jede Menge Killerzüge hier.
Nämlich Dame schlägt H5. Wow. Die Idee ist jetzt erstmal wieder auf der die H-Linie zu öffnen. Ja, jetzt droht hier was. Und auf das Schlagen kommt Turm G3 und wir sehen, beide Läufer haben hier die Funktion, dass viele, viele Felder kontrolliert sind. Es muss Läufer G7 kommen. Turm schlägt G7. Jetzt kann der König nicht nach H8 gehen, wegen Turm H7 und dem nächsten Turm H8 mit Matt. Also muss der König nach F8 und jetzt folgt Turm H7. Und du hast wieder die gleiche Problematik, dass Turm H8 droht, dieser Läufer natürlich dieses Fluchtfeld auch noch wegnimmt und der König einfach nicht mehr, ja, der kommt nicht mehr weg. Turm H8 matt im nächsten. Wahnsinn, ne? Also das muss alles Pia schon berechnet haben und gesehen haben. Und von daher schon mal Respekt und Hut ab. Hier wollte ich noch eine Variante zeigen, nämlich wenn der König nämlich hier jetzt wegrennt, was zuerst als gute Idee schien, aber hier gibt es den nächsten Kehrzug mit Läufer G7. Wow, da wird der König erstmal rangezogen oder an der Flucht gehindert. Jetzt Turm F3 droht wieder den Schwenk. Schwarz versucht H8 zu decken. Und F4, F5. Und jetzt droht auch noch F5, F6, ja, dass dieser Bauer hier mithilft, dieses Feld zu decken. Und auf H5 kann man den aber auch schlagen. Und die Turmverdopplung. Eieiei. Hier droht ja aber auch alles. Ja, Turm F6 droht aber auch noch. Hier sind so viele Figuren in der Nähe des Spiels. Und auf Turm AF8, um den F7 zu decken, folgt Dame G5. Und die Dame kommt nicht rüber, wegen dem Läufer. Und dann wird es den Schwarzen auch erwischen. Ja? Und da gibt es noch so viele Varianten, die führen aber alle zum weißen Erfolg. Das ist eine von den vielen Beispielvarianten, die nach Läufer G7 hier auch für Weiß gewinnen. Und deswegen hat Schwarz diesen Läufer am Ende des Tages dann doch geschlagen. Oh, guck mal hier, Dame schlägt H7. Okay, aber dann kommt König F8, ja, und dann ist der König weg. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Der König darf nicht fliehen. Wie verhindern wir das? Mit Dame H6 natürlich. Ja, jetzt kommt der König nicht rüber. Okay, jetzt droht auch noch Läufer H7 Geschichten. Es drohen auch Turm F3, G3 Geschichten vielleicht. Okay, Schwarz hat eine Idee. Er spielt oder sie spielt C5, um diesen Läufer zu aktivieren, ja, auf dieser Diagonale auch das Feld F3 zu kontrollieren. Wir gucken mal eben eine kleine Variante. Wenn hier F5 gekommen wäre, dann würde das leider in keinster Weise Turm F3 verhindern und Turm G3. Und da kann sich Schwarz jetzt auf den Kopf stellen. Das wird immer zum Matt führen. Auch hier wieder König H8. Dame H6, andersrum, Dame F6, ja, mit Matt im nächsten hier auf G7. Und wenn der König hier rausläuft, ist natürlich auch sofort Matt. Also, es hilft alles nichts. Und deswegen spielt Schwarz hier C6, C5. Und wenn jetzt die weiße Dame H7 schlagen, dann rennt der König weg. Also mache ich Läufer schlägt H7 Schach. Okay, der König hat nur ein Feld. Tja, jetzt haben wir natürlich einen Dauerschach, ja. Also erstmal die Dame deckt den F7. Das heißt, unser Mattmotiv mit Läufer G6 Abzugsschach, um Dame H7, Dame F7 matt zu setzen, funktioniert hier nicht. Pia könnte den Läufer auf jedes beliebige Feld, ja E4 oder wohin auch immer ziehen. In der Partie kam Läufer C2. Alles kein Problem. Aber haben wir denn jetzt mehr als einen Dauerschach? Läufer H7 würde zum Dauerschach führen, Dame H7 sogar zum Verlust. Aber es gibt hier einen weiteren Killerzug von Pia. Und das hat sie alles bei Läufer F6 gesehen. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ne? Das sind ja doch einige Züge gewesen und einige Varianten. Und Respekt. Ja? Ich ziehe meinen Hut. Denn Pia Kramling packt hier den nächsten Killerzug aus. Ah, der hat hier einmal die Züge wiederholt. Okay, kein Problem. Aber wegen Zeitnot wahrscheinlich. Ne? Aber jetzt der Killerzug. Bam. Turm F3. Und das ist natürlich der Hammer. Turm G3 als Idee ist klar. Aber der kann doch jetzt hier geschlagen werden. Das ist ja die Idee von C5 gewesen. Ja.
Aber Weiß sagt sich, was soll's? Jetzt ist die G-Linie auf. Ich spiele einfach König nach H1 und den anderen Turm nach G1 und versuch mal, was zu finden. Und wieder ist dieser Doppelbauer hier, dass dieser F7-Bauer einfach so dermaßen im Weg steht, dass er nicht vorwärts kann. Ja, und auch so Züge wie F5, ja, kommt einfach König H1 auf F6, Turm G1. Ja, wenn der König fliehen will, ist direkt wieder matt. Und es kam noch C mal D, aber dann kam König H1. Oh, die eine Variante hätte ich als Variante machen müssen, ne? Okay, kein Problem. Das ist die Partie jetzt C mal D, König H1. Ja, und es droht einfach Turm G1, ja? Nicht abzuwehren, ja? Da hilft kein D3 und kein, du hast keinen Schach auf der Diagonale, nichts. Es droht einfach Turm G1 und matt. Wahnsinn. Eine fantastische Partie von Pia Kramling, die, glaube ich, hier mehr als nur einen Killerzug ausgepackt hat. Ja, und den schwarzen König gejagt und erlegt hat. Noch Fragen?